Was tun gegen Nackenschmerzen? Diese Frage kriege ich nahezu täglich in meinen Coachings und ich werde heute in diesem Video euch erklären, wie ihr Nackenschmerzen ursachenorientiert in den Griff bekommt. Also nicht, indem ihr so ein bisschen an den Symptomen rumdoktert, sondern wie ihr wirklich dann die Ursache beim Schopf packen könnt und zwar mit drei Ursachen, die ihr erklärt bekommt und danach auch gleich die Lösung für euer Problem kriegt. Ursache Nummer 1 für Nackenschmerzen. Eine der meistverbreitetsten Ursachen für Nackenschmerzen ist das Heranziehen der Schultern zu den Ohren. Natürlich nicht so extrem, wie ich das jetzt gerade mache. Kein Mensch läuft so rum. Aber die meisten Leute laufen nicht so entspannt rum, sondern haben so eine leichte Spannung im Halswirbelsäulenbereich. Warum ist das erstmal so? Das ist evolutionsbiologisch eigentlich recht einfach zu erklären. Unser sympathisches Nervensystem ist bei Stresssituationen darauf gepolt, unsere Halswirbelsäule zu schützen. Warum? Fressfeind würde uns sofort zack hier an die Halswirbelsäule packen, um uns erstmal K.O. zu setzen. Ne? Wann kriegen wir normalerweise Stress? Wenn wir verfeindete Horden sehen oder ein Tier, was uns Essen zerfleischen will. Ja? Das heißt, wir machen intuitiv das hier. Wir ziehen dann intuitiv die Schultern hoch zu den Ohren, was natürlich heute vollkommen irrelevant ist, weil wir brauchen es im Alltag ja normalerweise nicht. Ne? In euren Stresssituationen, weil ihr zu viel Stress mit den Kids habt, weil ihr zu viel Arbeit auf dem Tisch habt, weil ihr euch vielleicht zu viel Stress insgesamt macht, das ist ja immer eine selbstgemachte Thematik, dann machen wir das, hat aber keine Funktion. Ja? Wir merken das in der Regel auch nicht und können mit mehreren Gesundheitsinterventionen erstmal dagegen anarbeiten, um das langfristig in den Griff zu kriegen. Da wäre sowas wie Meditation. Ja? Sehr wichtig, einfach zu merken, wow, ich kriege ein gewisses Gespür für meinen Körper und ich schaffe es, meine Gedanken, wenn die irgendwo ausweichen, in eine Stresssituation wieder in die Mitte zu holen. Ja? Super wichtiges Tool benutzen wir bei uns immer im Coaching. Zweitens wäre sowas wie Atemtraining, weil wir mit Atemtraining den einzigen nicht chemischen Mechanismus haben, wie wir von einem sympathikotonen Nervensystem, also von einem Stressnervensystem in ein parasympathisches Nervensystem wechseln können, also in einen Entspannungsmodus. Ja? Das könnt ihr sehr gut über Atemtechniken machen, habe ich ganz, ganz viele schon hier auf dem Channel. Guckt euch hier gerne meine Atemplayliste an, die werde ich euch hier oben nochmal einblenden. Es geht aber auch mit Achtsamkeit und vor allen Dingen ganz wichtig, immer, immer, immer in all meinen Coachings ein vernünftiges Zeitmanagement, wo man auch einfach mal guckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn ihr jetzt sagt, hey, Schultern sind hier, was kann ich jetzt erstmal kurzfristig machen, um die zu lockern, ist ironischerweise genau das hier eine gute Übungsalternative. Also die Schultern noch mehr zu den Ohren ziehen, so doll wie es geht, mal richtig übertreiben und dann aber in nächster Instanz locker lassen. Mit der Ausatmung, also mit der Einatmung Schultern hochziehen, mit der Ausatmung locker lassen, mit der Einatmung hochziehen, mit der Ausatmung locker lassen. Und noch ein drittes Mal mit der Einatmung hochziehen, mit der Ausatmung locker lassen. Warum das Ganze? Wir lernen erstmal, okay, wir sind in der Anspannung und lernen dann auch wieder aktiv, wo ist eine Schulter locker? Also wie kann ich in diesen lockeren Status kommen? Ganz wichtig, um einfach so ein Gespür dafür zu bekommen, Schultern nicht mehr zu den Ohren, sondern weg von denen. Ursache Nummer 2 für Nackenschmerzen. Eine insgesamt unbewegliche Wirbelsäule. Ich gehe jetzt in dem Video nicht so stark auf die Lendenwirbelsäule ein, weil die eigentlich nur sekundär problematisch ist, sondern mehr auf die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule. In Wahrheit ist der ganze Körper miteinander vernetzt. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr Fußprobleme habt und deswegen ein Problem im Nacken habt. So komplex ist das Thema. Aber wenn wir uns erstmal die größten Stellschrauben nehmen würden, ist es erstmal der Bereich Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Ja? Die sollten mobil sein. Ihr solltet die also im jeglichen Couleur bewegen können, was gerade die Brustwirbelsäule angeht, aber natürlich auch die Halswirbelsäule. Wenn die Brustwirbelkörper vor allen Dingen nicht so beweglich sind, wie sie sein sollten, dann müssen die Halswirbelsäulenkörper diesen Part mit übernehmen. Wenn dieser Part von dem Part mit übernommen werden soll, muss dieser Part diese Leistung nehmen. Ich hoffe, das war nicht zu mathematisch erklärt. Letzten Endes heißt es einfach nur, wenn hier nicht gearbeitet wird, muss hier doppelt gearbeitet werden. Und das ist dann einfach zu viel für diese kleine Muskulatur. Und deswegen muss die Muskulatur dann einfach zu viel insgesamt übernehmen. Meiner Erfahrung nach sind 95 bis 100% der Leute, ich kenne glaube ich fast niemanden, der wirklich eine bewegliche Wirbelsäule hat, hier extrem eingeschränkt. Entweder in der Rotation oder in der Extension, Flexion oder in der Kombination. Das heißt, BWS auf jeden Fall mobilisieren und HWS mobilisieren. Ich habe da bereits 2 Videos zu gemacht. Ich blende euch jetzt hier mal das BWS mobilisieren Video ein, da bekommt ihr schon mal eine Idee. Ich zeige euch jetzt aber schon mal, was ihr erstmal machen könntet. Also nach vorne in die Extension und nach hinten in die
Flexion zu gehen. Nach vorne in die Extension, nach hinten in die Flexion. Was die meisten Leute machen werden, ist über die Hüfte zu arbeiten oder hier unten über die Lendenwirbelsäule hier. Ich möchte aber, dass ihr euch hier bewegt. Und wenn ihr jetzt schon merkt, wow, ich weiß gar nicht genau, wie ich diesen Part ansteuere, dann ist das schon schwierig. Mit der Halswirbelsäule könnt ihr tatsächlich jeglich mögliche Variation der Halswirbelsäule durchgehen. Also mit der seitlichen Neigung, mit dem Geierhals nach vorne, mit dem Pharao links und rechts, mit der Ja-Bewegung, mit der Nein-Bewegung, mit der Lateralflexion, mit Kombinationsmöglichkeiten aus Achten und Kreisen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ihr die Halswirbelsäule mobilisieren könnt. Wie gesagt, auch hierzu habe ich bereits ein Video gemacht, was ich euch empfehlen würde, nochmal anzugucken. Und last but not least, die dritte Ursache für Nackenschmerzen. Ich kombiniere bei uns im Coaching viele verschiedene Ansätze, um halt das beste Ergebnis zu erzeugen. Das ist mir immer wichtig, dass man nicht sagt, ich bin zu steif auf einen Ansatz irgendwie fixiert, weil das bringt aus meiner Sicht nichts. Man muss halt immer verschiedene Ansätze kombinieren und hat dann zumindest für mein Dafürbefinden die besten Ergebnisse. Und ein Ansatz ist natürlich auch Kraft in die Halswirbelsäule reinzubringen. Das kommt bei dem sogenannten Joint-by-Joint-Approach, also dem Gelenks-für-Gelenks-Ansatz, ganz häufig zur Geltung. Da geht es darum, welche Körperzonen stark sein sollten. Und die Halswirbelsäule sollte im Wesentlichen stark sein, um dann auch hier beispielsweise zu vermeiden, wow, ich drehe mich mal schnell und kriege hier halt diesen berühmt-berüchtigten, versteiften Nacken, den man auch mal haben kann. Aber natürlich auch, um dem Körper eine Sicherheitskomponente zu geben und zu sagen, hey, auch wenn du dich hier vielleicht ein bisschen zu viel bewegen musst, habe ich erstmal einen großen Akku und ich fühle mich da sicher, ohne dass ich mit Schmerz reagieren muss. Also der Thalamus in meinem Gehirn dann sagen muss, jetzt kriegst du Schmerz. Was könnt ihr dafür Übungen machen? Ihr könnt euch tatsächlich einfach aufs Sofa legen oder irgendwo eine Erhöhung finden. Ja, Sofa, eine Plyo-Box, spielt aber im Endeffekt keine Rolle. Ihr werdet auf jeden Fall was finden. Und dann gucken, dass ihr euch mit dem Hals über eine Kante legt und von hier aus mal in die Überstreckung des Halses geht, wieder zurückkommt und hier könnt ihr ruhig mal kurz halten. Das ist ganz schön anstrengend. Das geht hier vorne ordentlich auf die Halsmuskulatur. Wieder zurück, überstrecken, halten. Auch hier, ne? Kurz halten, Kinn Richtung Brust eher. Also nicht so nach oben ausschweifen, sondern Richtung Brust. Und dann merke ich schon, okay, das ist schon ganz schön anstrengend. Das Ganze könnt ihr auch noch mal reverse machen. Ja, also euch auf den Bauch legen und auch das Ganze hier machen. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt hier noch nach unten, wieder nach oben. Nach unten, wieder nach oben, hier kurz halten. Ja. Und überraschenderweise geht das Ganze auch auf der Seite. Das zeige ich euch jetzt nur zu der euch zugerichteten Seite, weil ich denke, den Transfer kriegt ihr hin. Ja, linkes Ohr, linke Schulter in eine Neutralstellung. Linkes Ohr, linke Schulter in eine Neutralstellung und hier halten. Und dann könnt ihr halt einen richtig schönen, kräftigen Nacken aufbauen. Je mehr Muskulatur ihr dann im Nacken habt, desto weniger Grund hat der Körper, euch Schmerz zu sein. Machen wir uns nichts vor, in so einem YouTube-Video kann ich euch natürlich immer nur so einen kleinen Teilausschnitt dieser ganzen Problematik für Schmerzen, für einen ungesunden Lebensstil geben. Ja, das ist klar, ich glaube, das sind schon mal drei sehr wertvolle Tipps, die meisten Leute nicht beachten. Aber wenn ihr sagt, hey, ich muss so eine Probleme irgendwie nochmal ganzheitlich verstehen und ich brauche da auch irgendwie nochmal Unterstützung, dann habe ich am 4. August 2023 nochmal ein Webinar geplant. Das könnt ihr euch gerne angucken, das ist kostenlos, da geht es dann nur um dieses Thema eine Stunde lang und wir können gerne auch nochmal eure Situation durchsprechen. Seid also quasi mit mir live dabei. Ich habe da noch leider keinen Link zu. Den werde ich aber noch mal nachreichen. Erstens und zweitens, wenn ihr sagt, hey, ich will da irgendwie am Ball bleiben, ich kriege das schon raus, sonst vergesse ich das, ich muss das jetzt mal in Angriff nehmen, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen. Da poste ich ihn 100%ig in die Story, aber auch nochmal bei YouTube in der Community findet ihr in jedem Fall. Wenn ihr sagt, boah, bis zum 4. August will ich nicht warten, ich habe schon seit Jahren Probleme, gibt es immer die Möglichkeit, auch einfach auf mich zuzugehen, dass wir uns eure Situation mal ganz in Ruhe angucken, mal eure Situation analysieren und ihr dann von mir eine Einschätzung kriegt, kriegt man eure Probleme in den Griff, ja oder nein. Ganz unverbindlich, ganz einfach. Ansonsten guckt euch gerne die Videos hier nochmal an, die ich euch einblenden werde, zum Thema Brustwirbelsäule, zum Thema Halswirbelsäule, wie ihr die kräftigen könnt. Und haut rein, bleibt geschmeidig. So, Sprintduell, Coach gegen Kameramann. Auf die Plätze, fertig, los. Ich